Ich war wieder mal in Japan bei der Yoshima Sensei trainieren und er hat mir wieder mal was erklärt, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und dann fragte ich ihn, sage, wie kommt man auf sowas? Das ist, was er geantwortet hat. The reason why I found out, because I did too much and I got bored. I got bored. Is there any chance for me to gain my knowledge and gain, increase my something? So and then that way, that's how I started research again from the beginning. Something wrong. There must be something wrong. Very basic thing. Also. Und das ist das, was für mich einen Meister ausmacht. Im Westen würde jeder, und wir reden da jetzt von 25 Jahren, sich nach 25 Jahren so langweilen, dass er aufhört und was Neues beginnt. Und es ist genau diese Schwelle, es ist genau das, in jeder Kunst ist das. Also egal ob Malen, Musik, sonst irgendwas, die wirklich großen Meister, die wirklichen Größen, die Welt verändert haben, sind über diese 20 Jahre gegangen, um neu anzufangen, und das Resultat war eine Weltveränderung. Beim Yoshima war das genau das Gleiche. Und der hat nicht gesagt, die Schule ist schuld daran, dass mir langweilig ist. Der hat gesagt, ich bin schuld daran, dass mir langweilig ist in der Schule. Das heißt, sein Vertrauen in die Schule war so groß, nach 25 Jahren, wieder zu sagen, okay, ich fange nochmal von vorne an. Es kann nicht an der Schule liegen, es muss an mir liegen. Und dieser Wesenszug, diese Einstellung ist das, was die Japaner ausmacht, und das ist das, was die Westler nicht verstehen. Die Zeitspanne, wie lange sowas dauert, ist für einen Japaner nicht einmal erwähnenswert. Das ist vollkommen klar. Und dieser Schritt zurück zu sagen, okay, fangen wir nochmal von vorne an, ich langweile mich, da kann irgendwas nicht ganz stimmen, das ist das, was einen Meister ausmacht. Das ist das, was mir hilft. Und das ist das, warum der Yoshima Sensei mein Vorbild ist. Wie oft waren wir schon langweilig? Wie oft ist Ihnen schon langweilig gewesen? Weitermachen. Ganz einfach weitermachen. Im Japanischen heißt das Kanbarimasu. Weitermachen.